Diagnose durchleuchtet mit einer Maschine, untersucht für Dus und für Dirn. Aber das, was mir weh tut, mich manchmal wirkt, hat man auf keinem Bildschirm, auf keinem Röntgenfilm sehen können. Hoffentlich heißt das einmal, er ist gleich eine gute Seele gsi. Mit diesem kleinen Gedicht von Adolf Vallaster begrüße ich Sie ganz herzlich zur 24. Veranstaltung in der Reihe Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Unser heutiges Thema heißt psychosomatische Störungen verstehen, erkennen und richtig behandeln. Und ich denke, das ist ein enorm wichtiges Thema, denn wenn man psychosomatische Störungen nicht versteht und nicht erkennt, dann werden sie natürlich auch nicht richtig behandelt. Und das bedeutet für den Patienten, für die Patientin eine massive Beeinträchtigung der Lebensqualität über lange Zeit durch ein schlechtes Allgemeinbefinden, durch Schmerzen und auch eine jahrelange Odyssee von Arzt zu Arzt mit vielen unnötigen Untersuchungen und unnötigen Behandlungen. Für das Gesundheitswesen bedeutet es eine enorme Geldverschwendung und für die Arbeitgeber lange unnötige Krankenstände. Ein paar Zahlen, rein statistisch gesehen geht man davon aus, dass etwa 7% der Bevölkerung psychosomatisch krank sind. Auf Vorarlberg übertragen sind das weit über 20.000 Menschen. Doch im Durchschnitt vergehen 7 bis 9 Jahre, bis erstmals eine psychosomatische Abklärung stattfindet und dann die richtige Diagnose gestellt wird. Zuvor suchen die Betroffenen in der Regel 9 bis 12 Ärzte auf, wobei diese im Einzelfall über 50 Ärzte sein können und auch die Beschwerdedauer bei über 20 Jahren liegen kann. Und auch im alternativmedizinischen Bereich wird in der Zeit meistens alles abgegrast, was es so gibt. Warum tun wir uns so schwer, psychosomatische Störungen zu erkennen? Klar, zum einen, die meisten Ärzte haben dafür keine Ausbildung und deshalb auch kein Verständnis. Sie sind rein körperlich-somatisch orientiert. Und wir als Patienten, wir wollen meistens auch nichts davon wissen, dass die Psyche, die Seele unseren Körper krank machen kann. Und deshalb schauen wir lieber weg. Und wenn wir hinschauen, dann erschrecken wir meistens, weil wir denken, wir haben etwas falsch gemacht. Und deshalb brauchen wir eine erfahrene Begleiterin, die weiß, dass die verschlungenen Wege psychosomatischer Symptome gar nicht so verschlungen, sondern eigentlich sehr klar sind. Und die vor allem weiß, dass der Körper unser Freund ist, der es gut mit uns meint, der uns helfen will, das gute Leben zu finden. Diese erfahrene Begleiterin ist Hanne Seemann. Sie ist Diplompsychologin, war lange an der Universität Heidelberg tätig im Bereich medizinische Psychologie und sie arbeitet heute als Hypnotherapeutin in eigener Praxis. Hanne Seemann hat schon vor 14 Jahren ein Buch herausgebracht mit dem Titel Freundschaft mit dem eigenen Körper schließen. Seither sind zu den damals schon reichlich vorhandenen Erfahrungen noch einmal viel mehr therapeutische Erfahrungen dazugekommen, plus die eigene Lebenserfahrung in Verbindung mit einer gewissen Altersweisheit und Altersklarheit, sodass Hanne Seemann ihr psychosomatisches Konzept zur Behandlung funktioneller Störungen weiter präzisieren und leichter verständlich machen konnte. Und das Ergebnis dieser Erfahrungen ist dieses absolut lesenswerte Buch, Mein Körper und ich, Freund oder Feind, Fragezeichen, psychosomatische Störungen verstehen. Von Hanne Seemann gibt es auch noch andere Bücher, vielleicht haben Sie das einmal gesehen, Selbstherrlichkeitstraining für Frauen und für schüchterne Männer. Und auch ein ganz interessantes Buch, das heißt Artenschutz für Männer, die Wiederentdeckung des Männlichen.
wären auch interessante Themen, aber heute hat die Psychosomatik den Vorrang. Weil das Buch so hilfreich ist und weil uns eine über 20-jährige Freundschaft verbindet, drum, liebe Hanne, freue ich mich sehr, dass du heute unser Gast bist und uns dein Konzept von psychosomatischen Störungen näher bringst. Herzlich willkommen. Lieber Franz, ich danke dir für die Einladung und für die lieben Worte und begrüße Sie herzlich. Guten Abend, schön, dass Sie alle hier sind. Ich will natürlich dem Franz Köb nicht nachstehen und sage erstmal ein Gedicht auf. Es gibt nämlich von Robert Gernhardt Gedichte, siebenmal mein Körper, die passen gut zu dem Thema. Und das eine, was ich jetzt aufsage, das passt zu diesem Thema besonders gut. Und damit will ich beginnen. Falls jemand Geburtstag hat, können Sie das hier als Geburtstagsgedicht mal annehmen. Mein Körper rät mir, ruh dich aus. Ich sage, mach ich, altes Haus, und denke mir, er sieht's ja nicht, ich schreibe schnell noch dies Gedicht. Da sagt mein Körper, na, mein guter Freund, was tun wir da? Ach, gar nichts, sage ich aufgeschreckt und denk, wie hat der das entdeckt? Die Frage scheint sehr schlicht zu sein, doch ihre Schlichtheit ist nur Schein. Sie lässt mir seither keine Ruhe. Wie weiß mein Körper, was ich tue? Natürlich weiß er das und wir wissen auch, warum er das weiß. Und er weiß ja eigentlich schon früher, was wir tun möchten, bevor wir überhaupt es getan haben. Die Frage ist gut beantwortet. Dass der Körper aber auch weiß, nicht nur was ich tue, sondern was ich tun sollte, das ist schon besonders, dass er auch noch weiß, was ich nicht tun sollte. Aber dass er auch noch weiß, wer ich bin und außerdem noch weiß, wer ich sein sollte, das ist schon erstaunlich, weil das vermuten wir nicht. Und dann denken wir an den heiligen Augustinus, der sagte, ich, der ich bin, grüß traurig den, oder die, die ich könnte sein. Später, wenn man mal so alt ist wie ich, dann kann man so etwas auch leicht sagen. Unterwegs aber, auf dem Wege, schon im Kindesalter und danach immer wieder, weiß der Körper, wer wir sind und wer wir sein sollten. Und er weiß eben nicht nur, was wir tun, sondern auch dieses, er kennt unser Naturell, er kennt uns. Wir kennen ihn eigentlich nicht so gut. Ich kenne den Herrn Uhlen, den Professor Uhlenbruck aus Köln, das ist ein ganz berühmter Endokrinologe. Und als der mal krank war, sagte er, ich finde es beschämend, dass ich nicht weiß, was in meinem Körper endokrinologisch los ist. Denn was die Endokrinologie betrifft, macht mir auf der ganzen Welt eigentlich keiner was vor. Ich muss aber jetzt meinen Körper irgendwo in ein Labor schleppen oder so die Laborwerte bestimmen lassen. Ich muss eine Lumbalpunktion machen lassen. Ich muss alles untersuchen lassen, weil ich nicht reinschauen kann. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann muss man auch sagen, unser Organismus hat eine enorm hohe Intelligenz. Der arbeitet nämlich den ganzen Tag für uns. Also er sorgt dafür, dass wir weiterhin auf den Beinen sind, dass wir tun können, was wir möchten, dass er alles so reguliert, dass wir gesund bleiben. Das macht er nämlich Tag und Nacht. Und jetzt muss ich Sie doch mal bitten, über Umgangsformen nachzudenken. Also ich denke, wenn ich sage, mein Körper und ich, wie leben wir denn zusammen? Sind wir befreundet? Sind wir verfeindet? Denn wenn man eine Störung hat, Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder was auch im schlimmsten noch Fibromyalgie, dann findet man nicht, dass der Körper ein guter Freund ist, sondern dann denkt man, oh, er benimmt sich feindlich, quält mich, lässt mich nicht gut leben. Das ist ja das Besondere an der psychosomatischen Störung, dass diese Störungen, die
tarnen sich ja wie andere Körperstörungen und man trägt sich dann zum Arzt und sagt, gucken Sie doch mal nach. Und dann geht man nochmal und nochmal und nochmal zu den Fachärzten. Aber es wird immer gesagt, ach, körperlich haben Sie nichts. Manchmal sagen sie auch, gehen Sie doch zum Psychologen. Das versteht man dann aber auch nicht. Warum soll man zum Psychologen gehen, wenn es doch im Körper wehtut oder wenn der Körper Hautausschläge kriegt oder sonst irgendwie schreckliche Sachen und einen damit stört. Und das ist das Erste, was ich Ihnen sagen will. Eine psychosomatische Störung hat die Funktion, uns zu stören, und zwar in unserem Leben. Sie hat immer mit der Art, wie wir leben, zu tun. Und normalerweise aber stört der Körper uns nicht. Das ist schon mal ein Anlass für Dankbarkeit, weil der mischt normalerweise nicht mit. Also wenn wir, um nochmal auf die Umgangsform zu kommen, wenn wir gerade mal schlafen, ist er eigentlich ganz zufrieden. Dann stören wir ihn nicht. Wir müssen aber gucken, wie gehen wir denn miteinander um und wie gehen wir mit unserem Körper um? Versklaven wir ihn manchmal oder benutzen wir ihn einfach wie das Fahrrad und sagen, also bring mich jetzt von da nach da? Es gibt ja auch Leute, die ihren Körper auf eine Art und Weise benutzen, was mich immer sehr verwundert, also meiner würde das gar nicht mitmachen, die laufen zum Beispiel so viele Kilometer. Also mein Körper würde das nicht schätzen, aber ein anderer Körper wieder schätzt das wohl sehr und kriegt dann nach 10 Kilometer, ich hatte einen Kollegen, der sagte, nach 10 Kilometer, da bin ich richtig high, da kriege ich so richtig den Kick, sage ich, weißt du eigentlich, dass da die Notfallreaktion deines Körpers losgeht, da kann er eigentlich schon nicht mehr, aber dann macht er einen richtigen Kick und das findest du gut. Ja, ja, sagte, das habe ich gern. Also, es ist nur so, der Körper ist ja ein Gerät, wenn man es mal so nimmt, der hält viel aus. Und er macht auch vieles mit. Und eigentlich sollten wir schon sagen, es ist schon erstaunlich, wenn Sie mal so Ihren Alltag durchgehen, was Sie ihm vielleicht so zu essen anbieten, müssen Sie mal fragen, ob er das überhaupt haben will. Meistens weiß man auch gar nicht so genau, wann er durstig ist. Dann schüttet man ihm jede Menge Flüssigkeit rein, weil das heutzutage so heiß, man muss viel trinken. Mancher mag es, mancher mag es nicht. Und ich muss dazu sagen, der Organismus des Menschen ist äußerst individuell. Das ist für die Medizin ein großes Problem. In der somatischen Medizin, in der Körpermedizin, haben wir es eigentlich immer mit Normwerten zu tun, also nicht jetzt so ganz genau, aber so Normbereiche. Das wissen Sie, wenn Sie irgendwo Labor machen lassen, dann kriegen Sie, sagt man, im grünen Bereich. Ja. Das stimmt schon in der somatischen Medizin nicht, weil es gibt Körper, die sind außergewöhnlich auch in der, also in der somatischen Verfassung und die leben schon, also meiner zum Beispiel, ich habe schon 45 Jahre lang mit einem völlig falschen somatischen Wert gelebt, bis dann mal jemand draufkam, weil ich gehe Ärzten aus dem Weg, man könnte ja was finden und dann wurde was gefunden, dann wurde ich zu einer Internistin geschickt. Und die hat mich so dumme Sachen gefragt, wo die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Ich habe nämlich angeborenerweise einen sehr hohen Gamma-GT-Wert. Wenn jemand was über Alkohol weiß, dann weiß er. Oh, da sagt die Internistin, also Frau Seemann, wie viel trinken Sie denn? Sage ich, ja, was, Wasser oder? Nein, sagt sie, ich meine trinken, Alkohol. Sage ich, vertrage keinen Alkohol. Das ist nämlich die Nebenwirkung, ich vertrage überhaupt keinen Alkohol. Dann sagt sie, also es wundert mich ja jetzt, dass ihre Leber nicht vergrößert ist. Sag ich, ja, warum sollte sie denn vergrößert sein? Ich hatte überhaupt keine Ahnung, warum sie mich das fragt. Also es hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert, dann war ich noch so dumm, und weil ich ihr ein bisschen entgegenkommen wollte und habe gesagt, also manchmal, wenn es mir schlecht ist, trinke ich einen Kräuterschnaps, so ein Schwedenkräuter. Oh, sagt sie, harte Sachen trinken Sie. Ich gesagt. Ja, aber nur jedes halbe Jahr mal, mir ist es nicht so häufig schlecht. Also bis wir uns dann abgesprochen hatten, dass das doch irgendwie
aneinander vorbeigeredet gewesen sein könnte und ich dann gesagt habe, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie kriegt man denn, wenn man nichts trinkt, einen so riesengroßen Gamma-GT-Wert? Ich hatte mich auf Cholesterin untersuchen lassen, hatte ich aber nicht. Ich dachte, ich komme aus Bayern und esse immer so viel Schweinespeck, müsste ich doch eigentlich einen hohen Cholesterinwert haben, bin ich dafür aber nicht veranlagt. Sie sagte aber, ja, das ist genetisch dann. Ah, sage ich. Also man kann genetischerweise einen sehr hohen Gamma-GT-Wert haben und wenn man dann untersucht wird, wird man des Alkoholismus befürchten. Ja, er sagte, es ist sehr selten. Aber sagte ich, ja, was machen wir denn jetzt? Dann sagte sie, ja, das müssen wir beobachten. Habe ich gesagt, ja, wie oft denn? Ach, sagt sie, kommen Sie jedes halbe Jahr mal und dann prüfen wir das. Sage ich, ja, aber jetzt bin ich schon 45 und ich wusste es bisher gar nicht. Warum muss man das jetzt beobachten? Also Sie merken, wenn man jetzt eine seltsame Erscheinung hat in seinem Körper, die plötzlich kommt oder die man, auf die man kommt, weil man untersucht wird, seien Sie vorsichtig. Der Mensch lebt auch schon von seinem Organismus her in absonderlichen Zuständen und da er aber halt so verfasst ist, konstitutionell, sieht man zum Beispiel bei einem Migränepatienten, die haben ein besonders reizsensibles Nervensystem, haben die Kinder schon, kommen so auf die Welt. Ja, du meine Güte, das ist eine Besonderheit. Das kann man zum Beispiel über das EEG abklären, ist aber nicht krankhaft. Wenn man bei den Kindern so etwas merkt oder bei sich selber, dann sollte man sich immer fragen, inwieweit beeinträchtigt es mich denn? Wenn Sie es nicht beeinträchtigt und nicht stört, dann lassen Sie es auf sich beruhen, dann sagen Sie, ja, das sind halt meine Eigenheiten. Nun aber, wenn das schon in der somatischen Medizin nicht klappt, in der Psychosomatik und in der psychischen Verfassung, gibt es keine Normwerte. Deswegen ist es so schwierig, von jemandem zu sagen, er ist normal oder nicht normal, weil es das nämlich gar nicht gibt. Die Besonderheiten der Menschen gelten nur dann als nicht normal, wenn es andere Leute stört. Und wenn es andere Leute stört, dann stört es die Person auch. Weil die kriegt es natürlich mitgeteilt, dass das nicht normal ist. Also das nennt man sonst auffällig. Es ist schon eigenartig, was alles auffällig ist. Also wenn ein Mensch auffällig ist, ist gleich die ganze Familie auffällig. Ach, das bringt mich dazu, Ihnen jetzt ein hübsches Beispiel zu erzählen. Nur um mal zu sehen, wie absonderlich doch der Körper reagiert, wenn man ihn nicht versteht. Wundert man sich. Ich arbeite sehr viel mit Kindern. In der letzten Zeit vermehrt, weil die funktionellen psychosomatischen Abwehrgefechte des Körpers gegenüber der Art, wie unsere Kinder heutzutage leben müssen, die sind schon wirklich erstaunlich für mich. Also ich habe in der letzten Zeit ganz viele, die einfach immer unwillkürlich schlafen, in der Schule zum Beispiel. Also die Hochbegabten, denen es langweilig wird und dann sage ich mal zu den Lehrern, mach doch nichts, stört wenigstens nicht. Stört die aber, weil sie es nicht ertragen können, wenn jemand schläft. Also immer schlafen und trotzdem Einser schreiben, das ist es doch. Dann gibt es eine schöne Geschichte, die aus der Bibel kommt. Ich erlaube mir hin und wieder, die zu zitieren, weil sie halt in der Bibel steht. Das heißt, was nützet es euch, wenn ihr so frühe aufstehet und lange sitzet, den Seinen gibt's doch der Herr im Schlafe. Das stimmt übrigens, den Seinen. Nun aber was anderes. Ich hatte ein junges Mädchen angekündigt, so im kurz vor Weihnachten rief mich ein Arzt an, der mich kennt und sagte, Frau Seemann, würden Sie sich die Antonia mal angucken? Ich muss die in die Kinder- und Jugendpsychiatrie schicken, aber jetzt gucken Sie sich erst noch mal an. Das ist nett, weil in Heidelberg habe ich ja in der Uni gearbeitet und ich hatte so den Ruf, immer
die Leute vor der Psychiatrie zu retten. Und das hat mir gut gefallen, weil ich immer dachte, na schön. Also im Übrigen muss man nicht die Leute vor der Psychiatrie retten, gerade jungen Leute, die in die Psychiatrie kommen. Die werden sich den Rest ihres Lebens immer normal verhalten, damit sie nicht nochmal da reinkommen. Das kann man natürlich so auch machen. Aber bei den, ja doch, das habe ich schon oft erlebt. Aber bei diesem Mädchen war es also so, die sollte in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die hatte eine seltsame Störung, die fiel nämlich immer um. Also die fiel um, oft morgens so in der Schule 3-4 Mal und auch sonst, auch des Abends, also unsystematisches Umfallen. Dann war sie irgendwie weg und dann kam sie wieder zu sich und ich natürlich, die war 13, denke mir, ah ja, 13 hat sie Kreislaufstörungen, das sind Übergangsstörungen. Nein, nein, sagt der Doktor, das ist, geht doch jetzt schon so lang. Wir haben, die ist rauf und runter untersucht, kein Petit Mal, also überhaupt keine Anfälle, nichts. Der fehlt nichts, deswegen soll sie ja in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, außer dass sie halt immer umfällt. Nun habe ich gesagt, erzählen Sie mir doch mal ein bisschen was über das Kind und die Familie am Telefon, weil wenn Sie die zu mir schicken, muss ich ja vorher ein bisschen was wissen. Weil es ist ja so, schicken Sie mal ein Kind in eine Psychotherapie zum Psychologen. Das mögen die nicht, weil das heißt, ich bin nicht normal. So viel zum Normalen. Also das sollte man nach Möglichkeit, sollte man schon tun, aber nicht so oft. Nun sagte der Arzt, ja, also das ist nämlich so, ich kenne die Familie ganz gut, die sind schon ein bisschen eigenartig. Die haben 3 Kinder, die Antonia ist die mittlere, die ist jetzt 13. Die anderen sind unauffällig, aber die Familie ist schon komisch, weil das sind beide, die Eltern sind beide Akademiker und der Vater ist aber Hausmann. Die Mutter arbeitet in der Pharmaindustrie, sagt die, naja, haben sie vielleicht genug Geld und 3 Kinder haben sie ja auch und ist einer daheim. Ja, sagt er, aber auch die Antonia, die ist, wissen Sie, die, ich habe den Eindruck, die will gar nicht ein Mädchen sein. Die ist so buschikos und ist so gut in Mathematik. Ja, und in der letzten Zeit ist es eben leider so, sie fällt eben sehr oft um und dann ist sie nicht da. Und jetzt ist es eskaliert, weil festgestellt wurde, dass sie, während sie umgefallen war, also hat sie gelächelt. Das geht nicht. Und dann haben die anderen gesagt, Antonia, du bist doch so gut in Mathe. Könntest du nicht mal während der Arbeit umfallen? Dann, wenn du deine Sachen gemacht hast, dann können wir, dann können wir ein bisschen abgucken, weil das war ja immer ein Aufruhr. Das Interessante an diesem Beispiel war aber, dass mittlerweile der Vater immer draußen vor der Tür saß und wenn die Antonia umgefallen war, kam er rein, trug sie raus, war ein kräftiger Mann, das Mädchen war auch ziemlich kräftig, und hat sie wieder reingebracht, wenn sie wieder zu sich gekommen war. Das hat, ich weiß immer nicht, wie lange das gedauert hat, aber sie kam und ging, sie ging und kam wieder. Und das war doch eigentlich sehr praktisch, ne? Das hätte der Mann, wenn der einen Job gehabt hätte, ja gar nicht machen können und die Lehrerin war unglücklich, weil die mussten immer die Notfallambulanz. Also jetzt stellen Sie sich die Szenarien mal vor, das ist schon störend. Das ist enorm störend. Obwohl ja eigentlich nichts passiert ist, außer dass die immer mal da lag und dann stand sie wieder auf. Also nichts Besonderes, aber irgendwie schon. Jetzt kam die und nicht gerne. Denn die war ja schon überall gewesen. Die war im Klinikum, die war außer beim Psychologen war sie schon überall und hat sich natürlich dann erstmal hingesetzt und war ein bezauberndes Mädchen. Die hatte so schwarze Haare, die hat sie sich wie so ein japanischer, in so einem japanischen Manga, so alles so in die, so zackenmäßig ins Gesicht gekämmt gehabt, und hat sie so große braune Augen gehabt und tatsächlich, es war ja Winter, hatte Pelzstiefel an, so eine dicke Jacke, pflanzte sich vor mich auf und guckte mich ein bisschen missmutig an. Und ich dachte, ich komme mit der überhaupt nicht ins Gespräch und deswegen habe ich aber dann erstmal so eine Geste gemacht und habe gesagt, Antonia, ich weiß etwas von dir, dass du immer umfällst, deswegen bist du ja da, aber jetzt muss ich wissen, ob ich mir Sorgen um dich machen muss,
Das ist so eine etwas mütterliche Geste, wenn man sich Sorgen macht. Wenn du unten bei mir aus der Tür rausgehst, muss ich Angst haben, dass du vor die Straßenbahn fällst. Sagt sie, keinesfalls. Ja, ich sagte, das ist schon mal beruhigend. Sagte ich, und wenn du umfällst, tust du dir weh? Weil wenn jemand krampft, dann tut er sich weh. Nein, nein, sagt sie, da ist ja immer jemand da, der mich auffängt. Die Psychologen unter uns sollten jetzt bitte nicht das denken, was sie gerade denken. Wir denken ja immer gleich was. Ja, ja, denken Sie das nicht. Der Punkt ist nämlich der, und das ist jetzt die erste Frage, die Sie sich stellen sollen, wenn Ihnen mal bei sich selber oder bei Ihren Kindern sowas begegnet. Die erste Frage, ich habe Sie erst noch was anderes gefragt. Ich habe Sie gefragt, wann bist du denn das letzte Mal umgefallen? Und da sagte sie, ja, das war ja vor Weihnachten, wir trafen uns in den Weihnachtsferien, vor Weihnachten bin ich mit meiner Familie im Horten, das ist bei uns so wie so ein großer Kaufhof, das ist ein großer Platz und vor dem Eingang ist so eine große Platte. Da, sagt sie, vor dem Eingang bin ich umgefallen. Ah, sag ich, war kalt, lagst du da auf dem Boden? Ja, sagt sie. Sag ich, wer war denn dabei? Und da sagt sie, na, meine ganze Familie. Wir wollten Weihnachtsgeschenke kaufen gehen. Und dann habe ich eine dumme Frage gestellt und habe gesagt, ja, wie lange bist du denn so weg, wenn du weg bist? Da sagt sie, woher soll ich denn das wissen? Also, da hat sie recht. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Hat sie keine Ahnung? Sagt sie, ja, tut mir jetzt leid, das war eine dumme Frage. Sagt sie, ja. Und dann habe ich die Frage gestellt, von der ich vorhin gesagt habe, also bitte stellen Sie sich immer die Frage. Antonia, weißt du etwas, mir zu sagen, wann du ganz sicher nicht umfällst? Also das Umfallen, das war so das Wort dafür. Also, sagt sie, niemals, wenn ich allein bin. Erinnern Sie sich, ich habe Sie gefragt, ob sie, wenn sie unten aus der Tür geht, vor die Straßenbahn fällt. Wenn sie allein ist, fällt sie niemals um. Ach, sagte ich, das finde ich jetzt interessant. Wenn du allein bist, passiert es nicht. Wenn andere dabei sind, ja. Sagt ihm, wenn du abends mit deinen Freundinnen ausgehst, sagt sie auch. Nun, jetzt muss man den Unterschied, und wenn Sie sich das selber mal fragen, denken Sie bitte an den Unterschied zwischen: Wie fühlt sich Antonia, wenn sie alleine ist, 13-jährig, wie fühlt sie sich, wenn sie mit anderen zusammen ist, mit ihrer Familie beim Weihnachtseinkauf, mit ihren Freundinnen in die Diskothek gehend und in der Schule sowieso, sind ja viele da. Und ich habe gesagt, also was ist der Unterschied in deinem Lebensgefühl? Er sagt, sie können sie sich das nicht vorstellen. Sind Sie schon mal mit der Familie, mit Ihrer Familie oder mit Freundinnen Weihnachtsgeschenke einkaufen gegangen? Da weiß man doch überhaupt nicht. Der eine will dahin, der andere will dorthin. Also da vergesse ich sofort, was ich kaufen will. Da kaufe ich ja überhaupt nichts. Das kann ich nur machen, wenn ich alleine bin. Und außerdem meine Freundinnen. Wenn man sich mit denen verabredet, die eine will dahin, die andere will dorthin. Sage ich, ja, und in der Schule ist es doch auch so. Ja, die eine, da muss man das machen und da muss man jenes machen. Also immer ist irgendwas, das ist mir zu viel. Und dieses, es ist mir zu viel, kommt eigentlich immer, wenn sowas ist. Und ich habe dann gleich gesagt, ach Antonia, ich verstehe jetzt, was das ist, was du hast. Das ist ein Fall von Eskapismus. Man muss manchmal so Wörter benutzen, damit der andere aufmerksam ist. Sagt sie, was ist das? Sag ich, dazu erzähle ich dir eine Geschichte. Ich war mal im Zug gesessen nach Berlin. Da saß mir gegenüber ein eleganter älterer Herr, der sah, was ich las und sagte, ach, sind Sie Psychologin? Kann ich Sie mal was fragen? Das ist immer sehr praktisch, wenn man eh nichts zu tun hat, kostet auch nichts, ne? Weil hat man Psychologen gleich da, sie hat Zeit, kann man mal was fragen, sage ich, ja, fragen Sie mich. Dann sagte er, ja, also, ich habe da so ein Problem, das habe ich jetzt schon länger und immer wieder. Ich fahre nämlich immer nach Berlin
Ich bin Europaabgeordneter und ich muss in Berlin Sitzungen leiten. Also ich bin der Sitzungsleiter, wissen Sie. Und da passiert mir immer Folgendes. Also wenn ich jetzt eine richtige Psychologin wäre, dann würde ich sagen, warum fliegen Sie denn nicht? Aber der hat wahrscheinlich auch eine Flugangst. Das habe ich aber nicht gefragt. Sondern das sind Nebenschauplätze dann. Das darf man nicht. Fragen darf man nicht. Ich sagte, was passiert Ihnen denn da? Ja, sagt er. Ich sitze da und leite die Sitzung, ne? Bin der Sitzungsleiter. Und dann habe ich immer wieder zwischendurch einen Blackout. Sage ich, fallen Sie vom Stuhl? Nein, sagt er, mache ich nicht. Sage ich, ja, und wer merkt, dass Sie einen Blackout haben? Sagt er, niemand, nicht mal ich. Sage ich, ja, das ist beim Blackout so. Aber Sie müssen sich mal vorstellen, wenn ich dann wieder zu mir komme, dann habe ich gesagt, Sie können sich ja einen Wecker hinstellen, um zu gucken, wenigstens zu gucken, wie lange Sie dann immer weg waren, dann wissen Sie ja. Na, sagt er, es ist furchtbar, weil das merkt doch keiner. Und ich sitze da und ich weiß dann nicht, was die in der mittlerweile geredet haben. Also traue ich mich nichts mehr sagen und das ist furchtbar, ich sage es Ihnen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Fall von Eskapismus. Ach, sagt die Antonia, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Der verschwindet einfach zwischendurch, so. Sitzt da, aber ist nicht da. Ja, sage ich, ganz genau das ist es. Eskapismus heißt, wenn es dem Gehirn zu viel wird, also das Gehirn ist ja auch ein Teil des Körpers, das wissen manche Leute nicht, stimmt aber. Also, wenn das dem Gehirn zu viel wird, dann schaltet es ab. Das kann das Gehirn. Manche Leute sagen, ich kann nicht abschalten, wenn sie abends ins Bett kommt. Das ist klar, weil das Gehirn ist ein unwillkürliches Gerät. Das macht, was es will. Das unterliegt eigentlich nicht so sehr unserem Willen, eigentlich fast kaum. Wenn wir uns konzentrieren wollen, das geht auch nicht sehr lang. Aber das Gehirn macht, was es kann und was es will. Und wenn das Gehirn den Eindruck hat, es wird mir jetzt zu viel, dann macht es bestimmte Dinge, also bei jedem was anderes. Dem einen fällt nichts mehr ein, der andere, wer weiß was, aber jedenfalls. Es kann sein, dass es sich einfach mal ein bisschen abschaltet und dann ist es nicht da. Sag ich, guck, ach, sagt die Antonia, genau, das kommt von Escape, gell? Die hat ja auch Englisch gehabt, flüchten. Ja, also flüchten oder standhalten, das sind auch zwei Sachen. Wenn man sehr gezwungen ist, immer standzuhalten, dann gibt es in uns eine unwillkürliche Instanz, die sagt, ach, flüchten wir ein wenig. Was haben Sie denn dem geraten? Habe ich gesagt, ja, ich habe ihm was ganz Einfaches geraten. Ich habe gesagt, das ist ganz einfach, kostet auch nicht viel. Also für mich sowieso nicht, aber für ihn auch nicht. Sie müssen, wenn Sie, bevor Sie in so eine Sitzung gehen, dann haben Sie ja so eine lange Bahnreise hinter sich und dann sind Sie wahrscheinlich eh schon K.O. Versprechen Sie Ihrem Gehirn, dass Sie danach oder davor etwas machen, was es gerne hätte. Was hätte es denn gern? Ach, sagt er, ich glaube, es würde gerne mit mir in die Sauna gehen. Ja, der Körper will manchmal. Ist was sehr Einfaches, ne? Also eine Pause haben, eine Entspannungspause haben, entweder vorher oder nachher, sage ich, das ist doch einfach, zu Antonia. Ach, sagt sie, meinen Sie, das ist bei mir auch sowas? Sage ich, ja und nein. Bei dir ist es so, dass du niemals weg bist, also vorher ging es ums Umfallen, jetzt geht es ums Wegsein und ums Dasein, dass du niemals weg bist, automatisch und unwillkürlich, wenn du alleine bist. Und dass dir das öfters passiert, dass du dann weg bist, wenn viele Leute dabei sind und es wird dir zu viel. Ja, sagt sie, das ist wahr. Also, was machen wir denn jetzt? Sag ich, ja, da müssen wir jetzt was erfinden. Ich werde jetzt, wenn dein Vater wiederkommt, den hatten wir in die Kneipe geschickt, haben gesagt, kommen Sie in einer Stunde wieder. Wir waren aber früher fertig. Die meisten Beratungsgespräche mit Erwachsenen dauern sie länger, mit Kindern. Die Kinder sind extrem intelligent, da geht alles ziemlich schnell. Also am längsten dauert es mit so etwas älteren Männern. Da sitze ich 2 Stunden.
Das hängt aber damit zusammen, dass die sich immer erst einreden müssen. Die reden sonst wenig mit sich selber und mit anderen über ihre Probleme bei Frauen. Die sind da besser eingeredet. Na gut, bei Kindern geht es besonders schnell. Da waren wir schon nach einer halben Stunde soweit fertig. Und dann habe ich gesagt, also wenn es dir recht ist, rede ich mit deinem Vater und sage ihm Folgendes. Da dein Vater ja immer draußen sitzt und inzwischen eine wunderbare Beziehung zur Schule hat, werden wir ihn bitten, dass er der Klassenlehrerin sagt, alle Lehrer werden jetzt instruiert, dass Antonia, wenn sie merkt, es wird ihr zu viel, ohne Kommentar aufsteht und rausgeht. Bis sie merkt, dass es wieder geht, dann kommt sie wieder rein. Die war ja eine gute Schülerin und sage ich, das verlangen wir jetzt von deinem Papa. Ach, sagt sie, das ist recht. Der Vater kam dann und ich war ganz hingerissen von ihm, weil er das sofort verstanden hat und hat gesagt, ja, so kenne ich die Antonia. Die will immer selber das Heft in der Hand haben. Darum ging's. Also, sie wollte eigentlich immer selbstbestimmt, wenn die mit ihren Freundinnen unterwegs gewesen wären und die hätten immer gemacht, was sie wollte, hätte sie natürlich keine Probleme gekriegt. Also, die ist eine, die wollte immer gern das Heft selbst in der Hand haben. Und nun haben wir es ihr in die Hand gegeben, indem wir ihr gesagt haben, was sie nämlich vorher nicht konnte. Du musst merken, wann es dir zu viel wird. Und dann kannst du aufstehen und gehen. Jetzt schauen Sie mal, wenn Sie irgendwo sind, in irgendwelchen Lagen oder Zwangslagen oder bei der Arbeit oder sonst wo, die Kinder in der Schule, Sie dürfen doch gar nicht merken, dass es Ihnen zu viel wird, sonst würden Sie doch aufstehen und gehen. Oder Sie würden sagen, oh, es ist mir jetzt wirklich zu viel, ich finde es ganz furchtbar, und dann würden Sie richtig leiden. Wir merken sehr oft nicht, wie es uns geht, weil wir sonst was tun müssten. Jetzt haben wir aber der Antonia die Erlaubnis gegeben, aufzustehen. Und das ist natürlich sehr viel besser, als jedes Mal rausgetragen werden zu müssen und so weiter und so fort. Die Geschichte geht aber noch ein Stückchen weiter, weil ich dann zu Antonia gesagt habe, pass auf Antonia, jetzt macht ihr das mal so. Und dann in 4 Wochen rufst du mich an und sagst mir Bescheid, weil ich wissen will, was los ist. Also ich stelle eigentlich meine Ideen nie in Frage. Ich sage nicht, weil ich wissen will, ob das klappt. Ich gehe davon aus, das klappt. Jedenfalls hat sie also angerufen. Die war eine richtige Mathematikerin. Irgendwann am Abend, wir saßen am Abend zusammen, so kurz nach 6, exakt nach 4 Wochen, das wusste ich in dem Moment nicht, ich hatte jemanden am Telefon, wo ich mich nicht mehr erinnert habe. Sie sagte, Frau Seemann, Antonia hier, ich sollte Sie doch anrufen. Und ich sagte, ja, aha. Also sie hat exakt nach 4 Wochen angerufen, zur gleichen Zeit nach 4 Wochen. Und dann sage ich, ja, wie geht's denn? Weil ich nicht so genau wusste, wer es war. Und dann sagte sie zu mir, naja, insgesamt 4-mal. Ah, dann wusste ich. Habe ich gesagt, also 4-mal in den 4 Wochen, kann man das so lassen? Ja, sagt sie, den Hörer drauf. Dachte ich, ja, jetzt bin ich beruhigt. Dann gingen 2-3 Monate ins Land und der Doktor mailte mich an, der übrigens, habe ich vergessen zu sagen, reiche ich jetzt nach, in seiner Mail an mich, als er sie mir zugewiesen hat, geschrieben hat, betreff präpsychotische Dissoziationsstörung. So schnell kann man, aber es ist eine schwere psychiatrische Diagnose, muss man auch haben, wenn man in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kommen will oder soll. Also eine präpsychotische Dissoziationsstörung, das, wenn man sowas mal hat und in der Kartei stehen hat, dann sieht man auf Dauer nicht so gut aus. Also davon war ja nun gar keine Rede. Es war eine ganz normale Reaktion, Notfallreaktion des Körpers, der noch so klug war, immer dann umzufallen, wenn jemand da war, der sie aufgefangen hat, damit sie sich nicht wehgetan hat. Also das ist eine Leistung. Ein paar Monate später, ich glaube so 2-3 Monate, bekam ich eine süffisante Mail von selbigen Doktor, die Antonia möchte gerne noch einmal einen Termin bei Ihnen haben. Der Erfolg war offenbar doch nicht so durchschlagend, wie wir angenommen hatten.
dachte ich mir, na, dazu sage ich jetzt nichts. Dann kam sie und dann sagte sie, Frau Seemann, ich brauche einen Rat von Ihnen. Wäre ein großes Mädchen, ne? Die war ja 13, sagte ich, worum geht's denn? Und sie sagte, meine Mutter macht sich so Sorgen um mich, weil ich mich sehr häufig so zurückziehe. Sage ich, was versteht man da drunter? Ja, sagt sie, ich muss ja in die Schule und ich bin gerne in meinem Zimmer. Und dann mache ich die Tür zu. Und meine Mutter sagt immer, ja, du bist doch 13, jetzt geh doch mal aus und geh doch mal unter die Leute. Und das ist doch nicht normal, wenn eine 13-Jährige immer in ihrem Zimmer sitzt. Dann sage ich, ja, was machst du denn in deinem Zimmer, wenn ich das mal fragen darf? Naja, sagt sie, ich lese gerne und ich höre gerne Musik und ich bin halt gerne da. Und dann habe ich sie gefragt, Antonia, fühlst du dich einsam, wenn du in deinem Zimmer bist? Und dann strahlte sie über das ganze Gesicht und sagt, Frau Seemann, was denken Sie denn? Überhaupt nicht. Da geht es mir gut. Ich bin gern allein. Ich brauche das. Das glauben Sie ja nicht von einer 13-Jährigen. Ne? Die Mama hat es nicht geglaubt. Aber ich meinte dann, Antonia, da hast du etwas, eine Gabe mitbekommen, die reicht fürs ganze Leben. Und wenn du mal älter bist und du kannst alleine sein mit dir und dem, was du so tust, ohne dich einsam zu fühlen, dann kann man dir nur gratulieren. Sehen Sie, und wenn man dieses Beispiel jetzt sich anguckt, dann kann man ein paar Sachen daraus lernen. Das erste ist, der Körper sucht sich die absonderlichsten Sachen aus, um zu seinem Recht zu kommen. Und sie kommen drauf, indem sie fragen, wann er das nämlich nicht tut. Weil wir davon ausgehen können, dass unser Körper, der mit der Seele eng zusammenarbeitet, Sie haben gemerkt, ich habe kaum mal das Wort Psyche benutzt, der Körper, der ist einer, der sehr gut für uns sorgt und der mit uns durch das Leben geht und unter bestimmten Bedingungen, also wenn wir schon sagen, er ist so individuell, ne, dann müssen wir herausfinden, unter welchen Bedingungen dieser Körper sich mit uns zusammen gut fühlt und gesund ist. Wann er fröhlich ist, wann er leistungsfähig ist, wann er mittut und wann er überall mit uns hingeht, wo wir hinwollen. Ich meine, wenn der morgens sagt, ich bleibe im Bett, kannst mal alleine zur Arbeit gehen, ja, schwierig. Das macht er aber. Bei Lehrern habe ich oft gesehen, bleibt die Stimme weg. Ich hatte meine Lehrerin in Beratung, die hat sehr oft keine Stimme gehabt, ist trotzdem in die Schule gegangen. Die hat dann einfach geschrieben, mit mir in der Therapie hat sie auch geschrieben. Also da ist es dann eskaliert, dass der Körper sich dann noch was Mächtigeres rausgesucht hat, wo er sie wirklich aushebeln konnte. Also gegen den Körper kommen wir nicht an. Aber er hat eine hohe Intelligenz, weil er nämlich unsere, also seine eigene individuelle Ordnung kennt. In uns sind ganz viele Funktionssysteme, die aufeinander abgestimmt sind und das sind ja nicht nur die Organsysteme, sondern alle vegetativen Systeme, das Atmen, das Verdauen, der Blutdruck und so weiter, was man da so haben kann, aber auch die Psyche ist ja auch ein Funktionssystem. Und Sie müssen bedenken, die haben alle so ihren Rhythmus, mal geht's auf, mal geht's ab, die Muskulatur auch, mal sind wir angespannt, dann sind wir wieder entspannt, sind wir mal wach, vigilant und dann schlafen wir wieder. Und in dieser Schwingung, die jedes lebende Wesen an sich hat, in unterschiedlichen Rhythmen, die ganze Natur ist in solchen Schwingungen verfasst. Und wenn diese Schwingungen so ausgeglichen sind, es ist nicht richtig, dass wir sagen, also ein ausgeglichener Lebenswandel oder so, der läuft so. Nein, nein. Wir leben in Schwingungen und wenn wir hohe Schwingungen haben, dann müssen wir so. Auch die Psyche, das ist eine ganz seltsame Geschichte in unserer Gesellschaft, dass wir immer denken, die Psyche,
das ist so ein Wesen, das muss immer lustig und fit und immer muss es so gut gehen und so. Das ist doch Schwachsinn, oder? Es ist doch so, die Psyche, die hat doch auch ihre Rhythmen. Die hat doch auch ihre Hochs und ihre Tiefs. Und ein Mensch, der nicht hin und wieder mal ein wenig melancholisch oder traurig sein kann oder etwas deprimiert über irgendwas oder sich mal schämen kann oder so, also da mal so unten ist, der muss so an seiner guten Laune festhalten, dass er ganz sicher in eine Depression abstürzen muss. Denn auch die Psyche ist klug und sie ist stärker als wir. Und da deswegen, also als wir willentlich, also die, die ich sagen und sagen, ich will und ich mache und ich tue und so weiter, wir kommen dagegen nicht an. Also, was ist der Rat? Der Rat ist, dass wir uns in Situationen begeben, mehr und mehr uns sehr gut einjustieren auf das, was unserem Körper und unserer Seele gut bekommt. Und daran können wir uns erinnern. Und das ist das, was ich mit meinen Patienten immer mache, bevor die überhaupt mal bei mir zur Tür reinkommen. Schon am Telefon frage ich sie, wann in ihrem jetzigen Meer von Problemen, weil bis die zum Psychologen kommen mit einer psychosomatischen Störung, ist natürlich schon viel Zeit vergangen, weil ja immer alle gedacht haben, das wäre was Organisches. Ne? Und dann kommt schon viel zusammen und dann geht es einem schon richtig schlecht. Und dann zu fragen, ja, wann jetzt in der Zeit, wo Sie diese Störung haben, gab es mal eine Zeit, wo es Ihnen gut ging oder besser? Oder wann fing es an und was war davor? Ging es Ihnen da mal gut? Also wenn da nichts zu holen ist, dann muss man, was man ja sowieso tun muss, die Tür zur Zukunft öffnen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Der Punkt ist nämlich der, dass die Psychosomatik, also die psychosomatischen Probleme in den unterschiedlichen Lebensaltern sehr verschieden sind und verschiedene Antworten bedürfen. Es gibt in der ganzen Psychologie eigentlich kaum eine Psychologie der Lebensalter. Es gibt was über alte Leute und das nennt man Geriatrie und das ist sowieso etwas, was das ungute Altwerden sehr befördert, weil alle Leute immer nur über die Schwächen und über die Schrecklichkeiten des Alters sprechen. Und wenn man dann so Bilder im Kopf hat, dann macht der Körper das einfach auch mit, weil er sagt, so wird man alt, also machen wir das auch. Das muss aber nicht unbedingt sein. Also es ist aber so, dass in den verschiedenen Lebensaltern des Menschen die psychosomatischen Störungen unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge bedeuten. Also ganz, wenn die Kinder auf die Welt kommen, hat mir letztens ein sehr kluger Arzt gesagt, der hat gesagt, Frau Seemann, finden Sie das auch? Niemals ist ein Mensch so intelligent, wie wenn er gerade auf die Welt kommt. Das stimmt, weil ein Lebewesen, also auch so ein Baby, könnte ja nicht überleben, wenn es nicht eine Grundfähigkeit hätte, nämlich zu unterscheiden, das mag ich und das mag ich nicht. Das riecht gut und das riecht nicht gut. Das schmeckt gut und das schmeckt mir nicht. Da will ich hin und da will ich keinesfalls hin. Da will ich weg. Und das ist eine Grundausstattung, die wir in unseren alten Reptilienhirnen, das sagt man zu Kindern nicht, deswegen nenne ich das immer das Krokodilshirn, die wir da haben, also im Hirnstamm ein altes Hirn, das das Überleben und das gute Überleben garantiert. Denn diese Kinder können ja nicht, die können ja noch nicht denken. Also die kognitive Entwicklung, damit hat sich die Psychologie gut beschäftigt, deswegen wissen wir da eine Menge drüber. Die kognitive Entwicklung, die kommt dann erst mit der Zeit. Auf das Kognitive legen wir auch in der Schule und immer so viel Wert. Aber auf diese emotionale Bewertung, also auf die Krokodilsbewertung, die sehr schnell ist und die auch
sehr schnell entscheiden kann, mag ich nicht, also finde ich schön, finde ich nicht schön, ist mir sympathisch, ist mir nicht sympathisch, das weiß man zum Beispiel, wenn Kinder neue Lehrer kriegen, innerhalb der ersten paar Sekunden weiß dieses Kind, mag ich oder mag ich nicht, werde ich damit zurechtkommen oder nicht, stimmt meistens. Die Kinder haben da noch eine gute Fähigkeit, falls man sie ihnen nicht wirklich abtrainiert. Das tun wir ja systematisch, indem wir ihnen immer sagen, was sie mögen sollen. Das geht ja schon mit dem Essen los. Also, ich möchte Sie sehr bitten, den Kindern die Speisen zu lassen, die sie mögen. Wenn Kinder nicht essen, das Essen verweigern, auch bei den Älteren, das ist sehr gravierend, weil das Essen ist grundlegend, also das nennt man dann eine Essstörung. Bei den kleinen Kindern und bei den größeren ist das eben auch ein Zeichen dafür, dass man sie mit was füttert. Ich meine das jetzt nicht nur mit den Speisen, sondern mit allem, womit man sie so füttern kann, mit dem Leben, mit Lebensdingen füttert, die sie nicht mögen. Weil ihr Krokodilshirn sagt, das mag ich nicht, muss aber mögen. Also, der Punkt ist, dass bei der Verweigerung von Essen es oft so ist wie bei dem Hungerkünstler von Kafka. Es ist eine Erzählung, die ich Ihnen jetzt kurz zusammengefasst erzähle, weil ich nicht sicher bin, ob Sie sie kennen. Kafka war ja, wie Sie wissen, kein sehr glücklicher Mensch. Der hat vermutlich auch den Hungerkünstler mit Bezug auf sich selber geschrieben. Der Hungerkünstler war ein junger Mann. Der hat etwas gemacht, was wir unseren Kindern auch empfehlen für nach dem Abitur oder nach der Matura, wie man hier sagt, da machst du nur noch das, was du gut kannst. Der Hungerkünstler konnte gut hungern. Das konnte er gut. Hat er sich gedacht, also wenn ich was so gut kann, das ist eine Kunst. Also da bin ich gut. Außerdem ist es, wenn man etwas perfekt kann, eine Kunst, ne, die stellt man aus. Da lässt man doch die Gesellschaft dran partizipieren. Also sagt er, das mache ich. Hat sich auf dem Marktplatz einen Käfig bauen lassen, hat sich hineingesetzt und einen Hut draußen hin und hat sich beim Hungern zusehen lassen, weil das konnte er perfekt. Nun, mit dem Geld, da hat er seinen Wärter bezahlt, der hat der ihm immer so der Stroh neu zu essen braucht er ja nichts, aber der hat ihm so ein bisschen geputzt und nun weiß man ja, wie das geht, das geht nicht lang. Kurz bevor dieser Mann, also als er dann zum Sterben kam, hat der Wärter zu ihm gesagt, mein Herr, darf ich Sie etwas fragen? Sie sehen an dem Ton, dass der ihn auch sehr respektiert und bewundert hat, weil das war schon eine Kunst. Und dann sagte der junge Mann, ja, fragen Sie mich. Und der Wärter sagte, ich möchte Sie fragen, warum Sie hungern. Warum essen und trinken Sie nicht wie wir alle? Darauf sagte der Hungerkünstler, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe die Speise nicht gefunden, die mir gemundet hätte. Hätte ich die Speise gefunden, dann hätte ich auch gegessen und getrunken, wie ihr alle. Und das ist etwas, was für uns alle, aber besonders für die Kinder, absolut wichtig ist, dass sie die Speise finden. Dass sie etwas finden, was sie im Leben hält und was verheißungsvoll genug ist, sie durch diese schrecklich, in Deutschland ist die Schulzeit schrecklich, also durch diese Schulzeit zu tragen und durch das reglementiert werden und all das, was sie so immer müssen, die Verheißung dessen, dass es im Leben etwas gibt, was die eigene Speise ist, was mir mundet, das hält einen am Leben. Und Sie wissen ja, dass die Kinder häufig mit der Schule Schulbauchweh haben und dann erbrechen sie morgens oder müssen sie trotzdem in die Schule. Jetzt kriegen sie auch dann immer Kopfweh vermehrt und so weiter. Und wenn man sie fragt,
was ist denn da los? Stimmt was in der Schule nicht und so? Können Sie es einem nicht sagen? Auch die Erwachsenen, auch wenn wir sagen, ja, warum haben Sie denn immer Magenschmerzen? Wir können es nicht sagen. Es gibt so vieles, was es sein könnte. Also wenn Sie zum Psychologen gehen, dann kann er auch sagen, oh, haben Sie eine schlechte Kindheit gehabt? Oder was ist denn das, was Ihnen da im Magen so wehtut? Oder haben Sie Sorgen und so? Ja, wer hat keine Sorgen? Wir haben ja alle immer irgendetwas, irgendein Unglück, irgendwelche Konflikte. Wir wissen aber, wir können es nicht zuordnen. Und so ein Kind sagt, ich weiß es nicht. Ich gehe eigentlich gerne in die Schule, das sind meine Freundinnen. Wenn man aber, diesem Kind eine Lösung anbietet für dieses Problem, dann kommen die plötzlich drauf, was es ist. Das ist interessant, das ist so wie so ein Rösselsprung. Man braucht immer erst, auch als Erwachsener, eine Lösung, irgendeine Lösung. Und dann kann man auf das Problem gucken. Das ist schon erstaunlich, aber das sollte man haben. Jetzt erzähle ich Ihnen noch die Geschichte von meiner kleinen Tochter. Als die in die Schule kam, war sie 6 und klein. Wir sind alle klein, wie Sie sehen. Ich bin jetzt noch ein bisschen kleiner als früher, aber sie war ein kleines 6-jähriges Mädchen. Und es hat nicht lange gedauert, ein halbes Jahr vielleicht, hat sie Bauchweh gehabt. Immer wieder und immer wieder bin ich zum Arzt gegangen, habe gesagt, die hat eine Blinddarmentzündung. Dann sagte der Arzt, nein, nein, Frau Seemann, ich dachte, Sie studieren, ich habe da gerade studiert Psychologie, das nennt man Schulbauchweh, habe ich mich geschämt. Also bin ich heim mit meiner Tochter und habe gesagt, Judith, was ist denn in der Schule? Ja, sagt sie, was ist in der Schule? Ist halt Schule. Habe ich gesagt, ist irgendwas? Nein, ist nichts. Und damals begann schon mein psychosomatisches Denken, da war ich nämlich schon schlau. Da habe ich zu meiner Tochter gesagt, Judith, du brauchst nicht Bauchweh kriegen, du kannst auch so mal daheim bleiben. Bleib doch einfach mal daheim. Das mache ich jetzt auch. Machen Sie das bitte auch mit allen Kindern, die Ihnen begegnen. Ich verordne jetzt sowieso immer pro Monat oder so einen sogenannten Hängemattentag für solche Kinder. Also, wenn die Kinder Probleme kriegen, weil sie vor der Schule oder am Abend vorher, dann sind die gefährdet. Und sie sind deswegen gefährdet, wie wir alle, das ist auch für Erwachsene was, dass sie schon in sehr jungen Jahren in der Muss-Falle drin sitzen. Also wir müssen doch alle immer irgendwas. Die Kinder müssen, wir haben eine Schulpflicht, sie müssen in die Schule, sie müssen Arbeiten schreiben, sie müssen antworten, wenn man sie etwas fragt. Das ist furchtbar. Also wer die Frage Hoheit hat, passen Sie bitte auf, fragen Sie nicht immer Ihre Kinder, na, was hast du denn für eine Arbeit geschrieben, was hast du denn für eine Note? Also die Fragehoheit, das ist was ganz Schreckliches. Es gibt einen Psychiater, der hat darüber geschrieben, von der Obszönität des Fragens, weil seine Söhne daheim immer gesagt haben, du denkst wohl, du bist hier Psychiater, du fragst, wir antworten, das gehört sich nicht. Also das wollen wir doch mal festhalten. Die müssen immer. Jetzt, der Mensch, wenn er erwachsen wird, ja auch. Wir müssen Geld verdienen, wir müssen dahin und wir müssen dorthin. Und wir müssen das, was wir denken, dass wir müssen, also Normen geleitet, was sich gehört und was man so tut. Das Einzige, was sie aus dieser Muss-Falle befreit, ist, wenn sie nicht können. Wenn sie krank sind, können sie nicht, dann müssen sie nicht. Wissen Sie, so kann man krank werden. So wird man krank. Weil man dann nicht muss, dann kann, braucht man nicht. Also, wenn man nicht kann, braucht man nicht. Jetzt macht man etwas völlig anderes und es ist tricky und funktioniert. Nehmen Sie sich vor, wenn ich nicht möchte, gehe ich nicht. Und fragen Sie sich das immer wieder. Immer wieder. Wir haben Kopfschmerzkinder gehabt, denen haben wir das immer gesagt. Bei allem, was du tust, frage dich, will ich das jetzt? Oder fällt mir gerade eine gute Ausrede ein, dass ich das jetzt nicht brauche. Das öffnet das Innere, die inneren Räume so. Und dann verordnen wir also pro Monat sowieso einen Hängemattentag. Da sagen wir, das ist ein freier Tag. Da guckst du mal, wenn es dir richtig gut geht, bleibst zu Hause. Deine Mama schreibt dir dann schon die Entschuldigung mit dem, was da immer sowieso draufsteht. Jetzt muss dieses Kind, muss ab jetzt immer gucken,
wann wäre denn jetzt ein guter Tag, wo ich den ich, das ist ja eine Verordnung, den ich mir freinehmen könnte. Die sitzen jetzt immer auf der Lauer, zu sagen, nehme ich mir morgen frei? Nee, morgen schreibe ich eine Mathearbeit, muss ich nachschreiben, mache ich nicht. Die Kinder sind sehr klug. Die nehmen nicht einfach Tage frei. Die suchen sich einen unschädlichen Tag raus. Und ich hoffe, sie werden das in Zukunft auch tun. Also so viel jetzt zu den Kindern. Die Kinder können diese Muss-Fallen genauso schlecht ertragen, aber sie sind ungeschützter und man muss sie da ein bisschen unterstützen. Wenn man etwas älter wird, also ein bisschen älter, wenn man in das Erwachsenenleben hineingeht, ist die psychosomatische Störung dazu da, einem dezidiert und massiv zu sagen, das ist der falsche Weg. Und das macht die. Man muss nur hinhören. Aber der Körper und die Seele zusammen, die sind so rigoros, also bei gesunden Leuten, bei Leuten, die sowieso ein bisschen daneben sind und immer schon alles gemacht haben, was sie sollten, funktioniert es oft nicht, da dauert es lang. Ich habe Ihnen also eine Geschichte zu erzählen, die habe ich selber nicht geglaubt. Ich hatte von einem Arzt, also ich kriege so immer Leute überwiesen, von einem Mann, der ist 26 Jahre alt, der kam vor 3 Wochen, ein Häufchen Elend mit einem vollendeten Burnout. Sowas haben Sie noch nicht gesehen, ich auch nicht. Also ein Burnout mit 26 Jahren, aber vollständig. Der konnte sich nicht mehr rühren, der war schon also völlig am Ende. Der konnte gar nichts mehr tun. Und dann hat er gesagt, jetzt geht er in die Klinik. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie erstmal zu mir, jetzt wollen wir das mal bereden. Der kam an, ein junger Mann von 26, der aussah wie 17, weil er völlig fertig war, da wirkt man jünger, ne? Wie so ein Junge, mit einem großen Mann, das war sein Vater, und der Vater setzte sich bei mir auf den Besucherstuhl und weinte wie ein Schlosshund. Der konnte es nicht fassen, dass es seinem Sohn so schlecht ging. Der war so fertig, dem hat es so leid getan. Und dann habe ich den Vater ins Café geschickt mit der Mutter und den Sohn da behalten. Die Geschichte ist ganz einfach. Dieser junge Mann hatte den Burnout entwickelt binnen 3 Monaten. Aber eigentlich binnen 2 Monaten, einen Monat war er jetzt schon völlig am Ende. Also vor 3 Monaten fing das an und die Geschichte geht so. Er hat Matura gemacht, ganz gut, und wollte immer Lehrer werden, weil er nämlich Kinder so gerne mag. Das rührt einen doch. Also da finde ich, es sollten viel mehr Leute Lehrer werden, die die Kinder gerne mögen. Und dann hat er Biologie und Mathematik gemacht. Nee, Biologie und Sport. Biologie und Sport. Ich erzähle nachher noch mal was von einem Sportlehrer. Die Sportler sind enorm gefährdet, wenn sie nicht mehr Sport treiben können. Also, aber wenn man Sportlehrer wird, macht man Sport. Das hat er gemacht für Lehrer an der Realschule. Hat seine Examen gemacht. Muss ich mir vorstellen, 26 war er also schon fertig. Hat und sagt, naja, also mit den Examina, das war ein bisschen stressig, aber danach habe ich eine Reise gemacht mit meiner Freundin und dann war es wieder gut und dann habe ich gewartet, dass ich ein Referendariat kriege. Habe ich aber nicht gekriegt. Dann war er da in der Pfalz und sagte, wollte ja irgendwas machen und dann haben sie ihn eingesetzt, nämlich an der Grundschule mit den kleinen Kindern, die er nun so besonders gerne mag. Und da war er Springer. Und hat, dann habe ich gesagt, was haben Sie denn da unterrichtet? Ach, sagt er, alles. Ich war der Vertretungslehrer und dann bin ich eben immer ein und bin ich jeden Tag hin. Und das waren so in der Woche ungefähr 15 Stunden. Dann bin ich wieder heim, bin ein bisschen gelaufen und Fahrrad gefahren. Trainieren muss ich ja sowieso immer. Sag ich, ja, und wie war das? Ja, ja, da, alles in Ordnung. Und dann hat er eine Stelle als Referendar gekriegt und binnen 2 Monaten war er total am Ende. Sag ich, wie kam denn das? Ja, sagt er, also, das habe ich nicht erwartet. Ich bin dahin, ich habe dann gearbeitet und dann habe ich mich noch vorbereitet und dann habe ich noch Lehrproben gemacht und dann konnte ich nicht mehr Sport machen, weil ich war von morgens um 8 bis nachts um 10:30, dann habe ich schnell geschlafen und dann bin ich da wieder hin. Und sage ich, das war aber furchtbar. Ja, sagt er, das war furchtbar. Und stellen Sie mal vor,
da hat doch dieser kluge Körper sich gesagt, ein Leben lang oder jetzt machen wir das nicht. Hat ihm aber so ausgehebelt, dass er, also er hat erstmal Durchfall gekriegt, dann hat er immer Infektionen gehabt und dann alles Mögliche. Aber jetzt war es so, dass er sagte, Rückenschmerzen hat er auch, dass er sagte, wenn ich an dieses Referendariat denke, kriege ich schon Kopfweh. Ich habe Dauerkopfschmerzen gehabt, als ich da noch hin bin. Ich bin mit Kopfschmerzen aufgewacht und mit Kopfschmerzen eingeschlafen. Ich konnte dann nicht mehr. Also blieb er zu Hause und es ist niemandem etwas eingefallen. Da habe ich gesagt, also wenn Sie jetzt schon beim Hindenken Kopfweh kriegen, Sie können sich ja mal hinbegeben und mal gucken, wie es da geht. Ich sage, das mache ich nicht. Da habe ich gesagt, also sind wir uns da einig? Das ist nichts für Sie, oder? Sagt er, nee, ich kann da nicht wieder hin. Jetzt sehen Sie mal, dann denkt doch jeder Mensch, oh, jetzt ist das Leben zu Ende. Jetzt habe ich so viel gearbeitet. Und wenn ich nicht mal ins Referendariat kann, was soll aus mir werden? Die Aufgabe des Psychotherapeuten ist dann zu sagen, Referendar und Lehrer ist eine Option. Und es gibt ungefähr noch für Sie so vielleicht so 1325 andere. Die müssen Sie mal gucken, was es noch wäre für Sie. Aber vielleicht nicht so viele, mit Kindern soll es schon sein. Ja, sagt er, mit Kindern wäre es ganz gut. Was sagt denn Ihr Kopf, wenn ich jetzt sagen würde, könnten Sie nicht vielleicht übergangsmäßig mal wieder diese Springer-Lehrer-Funktion machen da, bis Sie was anderes finden? Ach, sagt er, da, das ginge. Nun ist der Punkt aber der, dass man schon jetzt auch sieht, ne, wo geht es denn gut als Lehrer in dieser Grundschule mit den kleinen Kindern, wenn er nicht zu viel macht. Ja, das sieht jetzt erstmal nicht nach Karriere aus. Aber dem Körper ist die Karriere egal. Dem geht es darum, dass er einigermaßen gut, der Junge hat schon viel geschafft gehabt. Und dann sagt er, und, wie soll ich das jetzt machen? Sage ich, ja, jetzt machen Sie mal gar nichts. Was wäre denn gut, jetzt zu machen? Müssen Sie sowieso in die Klinik oder was denn sonst? Ach, sagt er, wissen Sie, wenn ich ein bisschen Abstand hätte und könnte eine Reise machen? Naja, der Vater hat gesagt, natürlich kriegst du mein Auto und ein bisschen Geld, dann fährst du mal fort, damit du mal Abstand kriegst. Sagt er, und was soll ich währenddessen machen? Soll ich mir was ausdenken? Sage ich, nein. Sie sollen mal gar nichts denken. Sie sollen mal abwarten, was Ihnen unterwegs begegnet und wo Sie denken, wo es bei Ihnen im Krokodilshirn hinten klingelt und das Krokodil mit der langen klappert und sagt, das hätten wir gern. Der braucht jetzt ein bisschen Zeit, um diesen Weg, den hat er ja schon verlassen, viele andere Wege mal zu gucken, wo führt es ihn denn hin. Und das ist eine Geschichte, die Sie mir vielleicht nicht so leicht abkaufen. Das Schicksal hat immer was auf Lager. Man muss aber sein Krokodilshirn einschalten und wissen, wann man ein Schnäppchen machen kann. Ne? Dann hat man, deswegen hat man so große Klappe, dann muss man zuschnappen und dann muss man sich das greifen. Und die Geschichte, die ging so nett aus, deswegen habe ich sie in so netter Erinnerung. Diese Geschichte ist wirklich bezaubernd, weil ich gesagt habe, Sie müssen jetzt sich gar nichts ausdenken. Sie müssen sich was wünschen. Er sagt, da bin ich nicht so gut. Ich sage, ja, das lernt man schon mit der Zeit, das mit dem Wünschen. Also suchen Sie nicht, sondern lassen Sie sich finden, so wie man sich von einer Frau finden lässt oder von einer Wohnung oder so. Dann hatte ich den Eltern gesagt, sie sollten in ein bestimmtes Café gehen und ich würde dann ihren Sohn bringen und ein bisschen was sagen. Und hatte denen den Weg beschrieben. Dann sind wir in das Café gefahren mit meinem großen Auto und der Mann daneben und sie waren nicht da. Habe ich gesagt, ja, wo könnten sie denn sein? Dann sind wir noch ein bisschen in der Stadt rumgefahren, immer um alle Ecken, wo ich dachte, da ist ein Café, aber sie waren nirgendwo. Jetzt war ich ja ein bisschen ratlos, ne? So, ungefähr so ratlos wie dieser junge Mann, weil ich wusste dann wirklich nicht, wohin
keine Ahnung. Ich hatte den jetzt am Hals. Also ich meine, ich kann ihn ja nicht. Ja, die Eltern waren wo, haben auf uns gewartet und ich hatte den Jungen. Was soll ich denn mit dem machen? Und dann habe ich aus Verzweiflung, weil da war irgendwie so ein Engpass, habe ich gesagt, ich fahre jetzt mal auf der Seite hin. Und da hat er mich dann, ist er ausgestiegen und hat mich da so reingewinkt in die Parklücke. Und in dem Moment kommt aus einem Haus, wovon ich gar nicht wusste, dass da drin ein Café ist, die Mama und sagt, ah, da bist du ja. Dann habe ich gesagt, sehen Sie, so muss es im Leben laufen. Man bleibt irgendwo stehen und jemand kommt dann und sagt, ah, da bist du ja. Also hat man sich gefunden. Wir müssen jetzt mal rumdrehen, ne? Also nicht immer aktiv suchen, weil es nützt ja eh nichts. Also das wird Sie jetzt etwas deprimieren, deswegen erzähle ich Ihnen jetzt noch ein paar andere Sachen. Also diese Geschichten häufen sich, also wenn Ihre Kinder oder sonst wer in jungen Jahren oder Sie selber so etwas nicht so verschärft, aber Sie müssen gucken, wenn der Körper merkt, dass so eine Aversion da ist, so eine Antipathie gegen irgendwas, weggehen. Auch bei den Kindern, lieber die Schule wechseln, wenn, aber nicht jederzeit, mal gucken. Dann, wenn man aber sich eingefädelt hat in sein Leben, also in den Beruf, eine Familie, hat man Kinder gekriegt und dann hat man so seine Aufgaben, man hat seine Verantwortung, es gibt enorm viel Stress vielleicht, es ist nicht leicht. Wer sagt denn, dass das Leben, also meine Patienten sagen, das ist aber schwierig. Dann sage ich immer, ja, wer sagt denn, dass das Leben leicht ist? Sagt ja keiner. Machen Sie mal was Schwieriges. Also muss man auch mal gemacht haben. Der Punkt ist, dann ist es vielleicht schwierig, aber seltsamerweise sind da die psychosomatischen Störungen eher selten. Nur in ganz gravierenden Situationen, wenn es gar nicht mehr geht, kriegt man Burnout, das hat man jetzt eh häufiger, das gehört sich auch so. Früher konnte man gut über Stress sprechen, heute kann man einen Burnout kriegen, dann kriegt man eine Ruhezeit, das kann man sich genehmigen. Aber prinzipiell ist in dieser Zeit eigentlich Ruhe. Und überhaupt ist der Körper nämlich sehr, sehr klug. In Notzeiten macht er nichts. Die psychosomatische Störung hört sofort auf, wenn Sie sich ein Bein brechen. Wenn das Bein wieder geheilt ist, kommt sie wieder. Also die weiß ganz genau Bescheid, was los ist. In Notfallsituationen haben sie ja nach einem Unfall, haben sie ja nicht mal Schmerzen, damit sie noch ein bisschen rennen können. Also wenn das auch schon kommt erst hinterher. Die psychosomatische Störung ist ein kluges Wesen. Dann aber kommt die Lebensmitte. Und die Lebensmitte ist nicht mit 65, nein, nein, die ist früher. Und früher, als uns lieb ist. Dann entsteht nämlich sowas wie die Wechseljahre und da muss man die Kurve kriegen. Wenn man die Kurve nicht kriegt, nicht freiwillig und rechtzeitig, da sind die psychosomatischen Störungen, die einen fertig machen, wirklich an der Tagesordnung. Und das ist leider zwischen 45 und 55, wo man noch so richtig saftig im Job ist. Und da kommen dann, also wenn man da nicht aufpasst, ist man so ruiniert, dass man dann zu mir kommt zum Beispiel und sagt, ja, aber ich muss noch 8 Jahre arbeiten, das muss ich, weil ich ja sonst keine Rente kriege und so. Das ist ja wegen dem Geld und das stimmt. Und haben Sie noch ein bisschen Geduld? Geht's noch? Dann erzähle ich nämlich noch eine Geschichte. Und zwar so eine Lebensmitte-Geschichte, weil die ist wunderbar. Dann höre ich aber auch auf. Also, vor so ungefähr einem halben Jahr kam aus Baden-Baden, wo eine Ärztin sitzt, die mir immer Patienten zur Beratung schickt. Ich mache nämlich immer nur Einzelsitzungen, langdauernde, so 2 Stunden, aber nur einmal. Und das ist praktisch, dann braucht man nicht in eine Psychotherapie. Im Übrigen braucht man sowieso bei psychosomatischen Störungen nicht in eine Psychotherapie. Man braucht eine gute Beratung oder man liest das schöne Buch. Das kann man auch machen. Dann hat man auch schon was gelernt. Also der kam aus Baden-Baden und war ein Mann, der war 55 oder 56
kam herein, war sehr blass, war eigentlich, das Wort eigentlich ist in der Psychologie immer sehr wichtig, eigentlich ein sehr sportlicher Mann, sehr hager und durchtrainiert und so weiter, war aber völlig am Ende. Er war nicht nur blass, er konnte auch nicht sitzen. Er hatte wahnsinnige Rückenschmerzen, also wirklich chronische Rückenschmerzen, die ihn sehr belästigt haben. Er war auch nicht leistungsfähig und er war ein Gymnasiallehrer wiederum für Sport und Mathematik. Und es ging ihm schon eine geraume Zeit sehr schlecht, aber er muss ja, sagt bis 63 muss ich arbeiten, sind nur 8 Jahre vorneweg. Und er hat auch Medikamente genommen, er hat Antidepressiva genommen und er kam immer weiter runter. Er konnte auch nicht mehr Sport treiben, also wegen des Rückens und die Knie waren auch irgendwie futsch. Also es war ein Bild des Jammers und er hat folgende Geschichte erzählt. Er kam, Baden-Baden liegt so in der Nähe des Schwarzwaldes, das muss man wissen, da irgendwo in der Gegend hatten seine Eltern einen Bauernhof. Und der Junge war, so die klassische Geschichte, die man immer in Büchern liest, er war sehr begabt und der Lehrer kam zweimal zu seinen Eltern und hat gesagt, der Junge muss aufs Gymnasium. Und die Eltern haben gesagt, nein, das geht nicht, wir brauchen ihn. Aber nach dem zweiten Mal haben sie dann gesagt, okay, dann geht er jetzt aufs Gymnasium. Und er sagt, und er wollte so gerne Lehrer für Sport und Mathematik werden. Also es gibt ja so Spezialbegabungen für Mathematik, ne? Also die brauchen was für ihren Kopf und er war ein guter Mathematiker und wurde also Gymnasiallehrer. Und blieb das auch die ganze Zeit und gerne. Also er war ein begeisterter Lehrer. Und dann ist ihm bei einer Matura-Prüfung irgendwas ein Fehler unterlaufen, ich habe das gar nicht genau gewusst, aber das hat ihn sehr gedemütigt, weil er dann angegriffen wurde von irgendjemanden, Eltern oder so. Und er war ja ein so sorgfältiger und erfreuter Lehrer. Und das hat ihn schon ein bisschen runtergebracht. Aber er sagte, er war auch lange Zeit Lehrer gewesen und er sagt, und ich mag nicht mehr in die Schule gehen. Ich weiß nicht, was da ist. Es reicht mir jetzt. Also es reicht mir ist ungefähr so ein Ausdruck wie, es ist mir zu viel. Es reicht mir ist so eine Geschichte mit der Lebensmitte. Es reicht irgendetwas. Also, er war dann eingezogen in das Elternhaus. Seine Eltern waren schon gestorben. Sein Sohn mit Familie lebt unten. Er lebt oben. Ich sagte, und haben Sie auch eine Frau? Was ist denn mit der? Und dann sagte er, ja, also meine Frau, die spricht, wenn sie lieber still sein sollte. Er sagte ihm, was macht sie? Und dann sagt er, sie putzt in der Schule, wo ich Lehrer bin. Mehr weiß ich nicht. Doch, noch eine Kleinigkeit weiß ich, die erzähle ich auch gleich. Und er war ein sehr stiller Mensch. Er sagt, meine Frau redet ununterbrochen. Mit dem Sohn hat er sich gut verstanden. Und jetzt kann man natürlich fragen, wo geht es Ihnen gut? Und es geht ihm nicht gut. Es gibt keine Lücke in dem, wo man sagen kann, ah ja, da ist der Körper zufrieden mit ihm. Und da, in dieser Zeit der Lebensmitte, muss man fragen, wo soll es denn hingehen? Also bergab natürlich, weil es geht ab da, geht es bergab. Ne? Darüber reden wir nachher noch. Aber ich habe ihn dann, weil ich ja immer heimtückisch bin, als er gerade mal nicht aufgepasst hat, habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, Herr so und so, was sind Sie denn eigentlich für einer? Was wären Sie, wenn Sie jetzt nicht das wären, was wären Sie denn am allerliebsten? Worauf er sagte, kann ich Ihnen sagen, ich wäre am liebsten ein autarker Bauer. Sag ich, was ist denn das? Ja, sagt er, da oben im Schwarzwald kenne ich einen.
Sag ich, ja, und wie? Was ist denn das, ein autarker Bauer? Sagt er, naja, das ist so einer, den kenne ich, der wohnt da oben in so einem Einsiedlerhof. Der hat so ein paar Viecher, einen Hund hat er auch. Und wissen Sie, da ist ein Bach, Wasser, muss nämlich da auch sein. Sag ich, das verstehe ich. Bei mir, ich muss auch immer, da wo ich bin, muss immer Wasser sein, wenn es mir gut gehen soll. Sagt er, ach, Sie auch? Sagt er, sehen Sie, so ist es bei mir daheim. Ich habe immer gesagt, ich brauche einen Teich. Habe ich mir mit meinem alten Bagger, wir haben ja noch so Geräte, habe ich mir einen Teich geschoben. Stellen Sie sich mal vor, hinter der Garage, wo man ihn ja gar, wo ich ihn gar nicht sehe. Weil meine Frau hat gesagt, was willst du mit dem Teich? Da sind ja dann nur Frösche und dann ist es so laut und ein Teich ist völlig nutzlos. Habe ich ihn wieder zugeschoben, jetzt pflanzt sie da Gemüse. Habe ich gesagt, ja, das war nicht so schlau, das mit dem Teich hinter der Garage. Ja, sagt er, aber eigentlich muss das schon ein Bach sein. Habe ich gesagt, jetzt gehen Sie mal da wieder, gucken Sie doch mal, ob der autarke Bauer da noch ist. Sagt er, das mache ich. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, eines Tages, wenn der nicht mehr so kann, vielleicht sind Sie ja dann mal ein autarker Bauer. Sie können sich nicht vorstellen, wie dieser Mann einen Gestaltwandel gemacht hat, als er mir erzählt hat, was ein autarker Bauer ist. Der hat sich aufgerichtet, sitzen konnte er plötzlich auch wieder und war etwas rosig im Gesicht. Der Punkt war, dass er mir versprochen hat, dass er da hingeht und mal guckt, ob er dort noch sein, ob er als autarker Bauer sich tatsächlich wohlfühlen würde. Da muss man ja mal ein bisschen gucken. Das Schöne war, in der Süddeutschen Zeitung war in der Woche vorher ein Titelbild von Gottfried der Bauer. Da war ein Mann, der war noch ein bisschen jünger als der, der war auch Lehrer gewesen, der ist heimgegangen in den leeren Bauernhof, der war klein, von seinen Eltern. Und der hat angefangen, alles mit der Hand zu machen und sagt, meine Nachbarn sagen, wir leihen dir gerne Maschine. Aber er sagt, ich will doch sensen. Wissen Sie, wenn ich mit der Sense da über die Wiese gehe, das ist unglaublich schön. Und dann macht er das immer und hat auch noch ein paar Viecher oben drüber, hat er an zwei Damen vermietet, weil er mit denen, das war in der Nähe von Freiburg, mit denen geht er dann immer am Freitagabend nach Freiburg Tango tanzen. Und ja, aber er sagte dann, nee, also meine Frau wollte da nicht mit hin. Insofern komme ich jetzt eigentlich zu dem Clou der ganzen Geschichte. Wenn man in dem Alter so nach der Lebenshälfte gerne mit seiner Frau oder mit seinem Mann zusammenleben möchte, weiterhin, wenn die Kinder groß sind. Und das sollte man ja tunlichst machen, weil schließlich kennt man sich und wahrscheinlich mag man sich meistens noch. Dann ist es gut, wenn jeder anfängt, seine eigenen Sachen zu machen. Nämlich, die Männer brauchen dann Männerfreunde und vielleicht irgendwo eine Bauernwirtschaft und die Frauen brauchen Freundinnen und irgendwas anderes. Oft fangen sie dann auch noch mit einem anderen Job an und so. Und dann geht es nämlich gut. Und nun habe ich nach einiger Zeit bei der Ärztin angerufen und habe gesagt, was macht denn unser freundlicher Lehrer? Dann sagt sie, du wirst es nicht glauben. Der geht weiter in die Schule, es geht ihm sehr viel besser, aber er sagt, ich werde das nicht vergessen. Sobald ich hier raus bin, werde ich ein autarker Bauer. Insofern kann ich Ihnen nur empfehlen, denken Sie sich für Ihr Alter etwas aus und wünschen Sie sich etwas, was Sie überhaupt nicht realisieren müssen. Sie brauchen eine Sehnsucht, die sie zieht, also vielleicht eine Landschaft, irgendeine Gegend, irgendeinen großen Wunsch. Und der muss nicht rational sein, aber der zieht sie und trägt sie über die Zeit in ihr hoffentlich gutes Alter hinein, genau wie die Sehnsüchte und die guten Speise, die guten Schätze der Welt, die Kinder ins Erwachsenenalter zieht. Und das ist eine der guten Möglichkeiten, gut alt zu werden, indem man eine Sehnsucht hat und einen Traum. Und diesen Traum sollte man nicht vergessen. Und ich schließe jetzt mit einem Bild, damit Sie ein Bild mit nach Hause nehmen können. Man kann doch sagen, wenn man so einen Regenbogen sieht,
dann ist dieser Regenbogen manchmal ganz brillant und ganz dicht in den Farben. Und manchmal ist er ganz fadenscheinig und man sieht ihn kaum. Und so kann man sagen, das Leben ist wie ein Regenbogen. Und wenn Sie an diese alte Geschichte denken, wo das Mädchen zu dem alten Mann sagt, schau mal, da ist ein Regenbogen. Und der alte Mann sagt, ja, wenn du denn das Ende des Regenbogens findest, geh nur, dann findest du einen Schatz. Und mit den Regenbögen hat das ja so eine Bewandtnis. Aber wenn man jetzt sagt, das ist ein Lebensbogen, dann stimmt es wieder. Wenn wir in die Welt erscheinen, also wenn wir die Zeit durchschneiden und kommen ans Licht der Welt, findet man einen Schatz, aber man ist eigentlich nicht richtig dabei. Wenn man dann wieder hinuntergeht in den Tod, findet man nämlich auch einen Schatz. Und vielleicht ist man dann auch nicht so ganz richtig dabei. Aber das mit den Schätzen, das stimmt schon. Nur, wenn man so unterwegs ist, dann ist es ganz klar, dass dieser Bogen so aussieht. Und in der Mitte, sind Sie so, man steigt dann hinauf, ne? So bis man da oben am Plateau ankommt. Und dann geht es wirklich nur noch abwärts. Ja, nun denken die Leute immer, ach gut, da geht es ja abwärts. Ja, gucken Sie mal, wie das ist. Wenn Sie den Berg hochkraxeln und zielstrebig und karriereorientiert und so, müssen Sie aber schon schön nach vorne gucken. Da können Sie nicht nach rechts und links schauen. Da sind Sie halt unterwegs. Schau dich auch nicht um. Wenn Sie aber anfangen, hinunterzugehen, dann gehen Sie langsam. Das ist knieschonend, das braucht man in dem Alter. Und gehen Sie so langsam und gemächlich, dass Sie die ganze Weite der Landschaft vor sich sehen. Denn dann haben Sie nochmal alle Optionen und alle Wege offen. Es gibt so viele Wege, die Sie dann einschlagen können. Und Sie brauchen nicht die direkten Wege zu gehen. Sie können gehen wie das Schmelzwasser, das so die Berge hinunterläuft. Das weiß auch ganz genau. Es geht hinunter in den Fluss und dann ins Meer. Aber es lässt sich Zeit. Es lässt sich Zeit und Sie können schauen. Und Sie können in die Weite schauen und Sie können schauen, wer Ihnen begegnet und was Ihnen begegnet. Und Sie haben die ganze Landschaft vor sich. Und falls Sie mal auf einen Film stoßen, der Kitchen Stories heißt, dann gucken Sie sich den mal bitte an. Da, besonders die Männer, aber die Frauen auch. Da spielen nämlich nur zwei Männer, also zweieinhalb Männer mit und sonst niemand. Das ist ein sehr langsamer Film und der handelt auch von einem alten Mann. Und da kommt so eine Sequenz drin vor, dass der Alte zu dem Jüngeren sagt, also sag mal, was machst du an Weihnachten? Und dann sagt der Jüngere, ah ja, fahre ich nach Stockholm, dann ist mein Job hier ja beendet. Und dann sagt der Alte, wartet da jemand auf dich? Dann sagt der Junge, nö. Dann sagt er, dann kannst du ja auch hier bleiben. Man weiß ja nicht, wie lange man noch lebt. Da sagt der Jüngere, ah ja, das ist ja das Blöde, man weiß das nicht. Da sagt der Alte, ja wieso? Muss man das wissen? Der Zeitpunkt des Todes ist bestimmt. Der steht im Buch des Lebens. Sagt der Junge wieder, ah, das ist ja noch schlimmer. Und dann sagt der Alte, nee, gar nicht. Weißt du, du kannst leben, volle Pulle Risiko. Wenn du jetzt vom Dach fällst und der Zeitpunkt ist noch nicht da, passiert dir nichts. Da gibt es ja Sachen, also du kannst alles machen. Aber wenn dieser bestimmte Zeitpunkt da ist, dann kannst du auch machen, was du willst. Das nützt da nichts. Dann stirbst. Und ich glaube, bei diesem Bogen, wir wissen ja, wir Älteren, ne? Wie die Jungen, die noch da so am Hinaufkrabbeln sind, die müssen da so oben ankommen. Wir Älteren aber wissen ja nicht, an welchem Punkt unseres Bogens wir sind. Und jeder Mensch hat einen ganzen. Und die Kinder, die früh sterben, haben einen kleinen Bogen. Die Leute, die alt werden, haben einen großen Bogen. Und
diesen Bogen auszuschöpfen und zu leben mit Sehnsucht und mit Begeisterung, weil wenn man begeistert ist, wird man nicht dement. Also man muss sich schon für was begeistern, also nicht nur routinemäßig Kreuzworträtsel, das nützt dem Hirn nichts, aber sich für was begeistern. Und dann kann man nämlich auch wie Hiob sagen, dann starb er oder sie lebenssatt. Damit höre ich jetzt auf. Danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Da stelle ich mir einen Wecker her und dann trete ich mal. Das passt schon. Ja, liebe Hanne, vielen Dank für diesen lebenspraktischen, anschaulichen Vortrag. Der kleine Kerl da, der hat sich sehr gefreut, dass man Theorie auch so erklären kann, mit Geschichten, mit ganz vielen Beispielen und trotzdem sehr fundiert, heiter und trotzdem sehr ernst und sehr nachdenklich. Ja, hat mir sehr gefallen. Ich danke dir, Franz. Es besteht natürlich wie immer die Möglichkeit für ein Gespräch, für Fragen, wenn Sie etwas genauer wissen wollen. Wenn ich mir so die Quintessenz dieses Vortrags überlege, dann habe ich mir notiert, der Körper, der weiß sehr gut, wer ich bin, auch wer ich sein sollte. Er kennt unser, mein Naturell. Der Körper, der Organismus hat eine enorm hohe Intelligenz, aber unser Leben ist oft so, dass wir dem nicht folgen. Also wir kennen das nicht, du hast gesprochen von Zwangslagen, in denen wir eben gar nicht merken dürfen, wie es uns geht, dass man sehr viel rationalisiert oder eben, dass man in dieser Muss-Falle steckt und sagt, eben, ich muss durchhalten, wie sagt man, Augen zu und durch. Also, dass unser Leben gegenteilig eigentlich organisiert ist und nicht ausgerichtet und wir das natürlich irgendwie auch gar nicht gelernt haben. Auf diesen Körper, der, das Bild ist mir auch noch gekommen, eigentlich der verlässlichste Kompass für unser Leben wäre. Heute fragt man ja oft, also wer hat noch Recht und an was soll man sich orientieren und es gilt alles nicht mehr, was man früher gesagt hätte. Aber für dich ist der Körper offenbar ein ganz guter, zentraler Kompass und Orientierungshelfer. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, wobei ich finde, man muss schon sehr aufpassen zu meinen, wir, also andersherum gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass der Körper einer ist, der auf Wellness aus ist. Das glaube ich nicht. Diese ganze Wellness-Geschichte, die ist dem schon zwischendurch mal recht. Was ich interessant finde, ist, dass in Notlagen, wie gesagt, oder wenn es um wichtige Dinge geht, also zum Beispiel die Brut groß zu kriegen, der Körper sich nicht, also da macht er Dinge, ne, von, es ist nicht so, dass er sich's immer gut gehen lassen will, sondern er weiß ja zu auch noch was Wichtiges für uns. Der hat echte Werthaltungen. Das finde ich toll. Ein Hindernis bei der Psychosomatik so einfach für Laien ist eben, dass man oft die Frage stellt, warum habe ich das? Was habe ich falsch gemacht? Und da ist auch eine schöne Stelle in dem Buch, wo du schreibst, eben das ist eigentlich ganz ein großer Fehler zu fragen, warum und was habe ich falsch gemacht, denn wir machen nämlich dauernd etwas falsch, wir können gar nicht alles richtig machen und wenn wir eine bestimmte Ursache als einen bestimmten Fehler meinen, erkannt zu haben, ist es ja die Frage, ist es auch der richtige Fehler oder ist ein anderer verantwortlich? Also diese Fehlersuche, die bringt ganz einfach nichts.
Das erinnert mich auch an, im Jänner war die Rebecca Reinhardt hier, eine Philosophin, die hat über die Kunst des Irrens gesprochen. Also wie wichtig es ist, eben zu irren, Fehler zu machen, statt zu meinen, man könne und müsse immer alles richtig machen. Also das Richtigmachen, das ist an sich schon der größte Fehler, den man machen kann, weil das ist so anstrengend. Also vor allen Dingen, weil man ja immer Skrupel hat. Also ich hatte vorgestern ein Paar und da hat der Mann immer gesagt, ja, ich weiß nicht, was richtig ist. Und der verknotet sich schon seit Jahren immer, weil er nicht weiß, was richtig ist. Das eine oder das andere, weggehen oder bleiben oder den Job wechseln und so. Also damit kann man sich richtig ein Bein stellen. Richtig. Körig. In Vorarlberg körig. Körig. Macht's körig. Das kann man. Ja. Haben Sie in dieser Runde Fragen? Ich weiß, das ist oft etwas schwierig. Sonst doch. Erzählen Sie uns auch mal was. Ja. Kleiner Moment. Achso. In der Zeitung war etwas zu lesen, was mir so absurd vorkommt. Da war zu lesen, ein Mann, der schon länger arbeitslos ist, bekommt eine Vorladung zum Arbeitsamt. Er will nicht, er hackt sich das Bein ab und will lieber ein Krüppel sein. Wie kann man das verstehen? Man müsste ihn fragen. Also, das sage ich jetzt deswegen, weil man in der Psychologie nie generell Dinge verstehen kann. Deswegen habe ich Ihnen die erste Geschichte mit der Antonia erzählt, weil man die nämlich auch nicht verstehen kann, wenn man sie nicht fragt. Also man müsste ihn fragen. Jetzt machen wir uns aber mal eine Hypothese. Gucken Sie mal. Wenn dieser Mann, also ich meine, wenn das stimmt, ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Also nehmen wir mal an, es stimmt. Dann kann das durchaus sein, dass es so eine ähnliche Geschichte ist wie die vom Kafka mit dem Hungerkünstler. Also wenn ich nicht das kriege, was ich brauche, will ich gar nichts. Ja, vielleicht. Für den einen ist der Tod schöner, für den anderen ist die Invalidität. Also ich erzähle Ihnen mal was. Ich habe mal längere Zeit bei uns in der Orthopädie gearbeitet, so mit so invaliden Leuten, und da gab es auch ein Querschnittzentrum. Und mit dem Chef von dort, da hatten wir immer Schmerzkonferenz, und der sagte, Sie glauben gar nicht, wie viele Unfälle dann mit Querschnittslähmung genau darauf passieren, dass Menschen nicht zurechtkommen mit dem Leben und sich dann unbewusst, also ich glaube nicht, dass man sich unbewusst ein Bein abhacken kann, aber man kann unbewusst, ja, aber da ist schon sehr viel unbewusste Motivation dabei, man kann unbewusst sich in eine Lage bringen, wo man nimmer selber verantwortlich ist, für sich zu sorgen. Und das gibt's öfters. Also der sagte, das sei gang und gäbe unter seinen auch jungen Patienten. Das macht einen traurig, ne? Aber es macht einen traurig, aber es kommt vor. Also wir haben auch gehört, dass psychosomatische Erscheinungen, aber eben wie der ganze Körper, ganz individuell ist. Also dass es die Kunst ist, herauszufinden, für den einen eben, was für den einen gut ist, ist für den anderen gar nicht gut. Man kann das nicht allgemein beantworten. Ja, das stimmt. Sie können das, was Sie gehört haben, vertiefen über mehrere Wege. Es gibt dieses schöne Buch von Hanne Seemann, Mein Körper und ich, Freund oder Feind. Wir haben hinten einen Büchertisch. Das Buch besteht aus 3 Kapiteln. Und Hanne Seemann schreibt auch so, wie sie erzählt. Klar, im Buch sind die Geschichten vielleicht etwas geraffter, aber einfach ganz klar, ganz verständlich, ganz plausibel. Im ersten Teil geht es um allgemeine Erklärungen, im zweiten Teil um Rhythmusstörungen, also wo dann einzelne Krankheitsbilder, also wie Anspannung oder Rückenschmerzen oder Spannungskopfschmerzen oder Asthma
Burnout zur Sprache kommen. Und im dritten Teil ist dieser Lebensbogen ganz ausführlich beschrieben, den Hannes Simmern jetzt auch kurz erläutert hat. Es gibt im Buch hinten auch eine eigene CD mit 5 angeleiteten Meditationen, Entspannungsübungen, die auch verhelfen, Lösungen zu finden, einen sicheren Platz oder etwas, wo man sich geschützt fühlt, etwas, was einem gut tut. Sie können zudem das, was Sie heute gehört und gesehen haben, auf der Leinwand im Internet dann anschauen auf unserer Homepage www.ak-vorarlberg.at. Das sind alle bisherigen Vorträge und Gespräche sind dort abrufbar. Und mein Kollege Johannes Schmiedle ist heute auch wieder hier und hat das für Fokus aufnehmen lassen. Sie werden das auch einmal in der Fokus-Sendung wieder hören können. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die geholfen haben, diesen Abend vorzubereiten und dass er gut über die Bühne geht. Das ist einmal unser junger Tonmeister, der Marius Keckheis. An der Kamera war die Christine Branner und der Jürgen Gorbach. Unser Regisseur war der Stefan Sutterlütti. Die Sandra Studer hat die Kartenreservierungen gemacht. Bettina Krepper möchte ich auch einmal erwähnen. Sie ist die von der Öffentlichkeitsarbeit, die dieses schöne Prospekt und die Plakate dazu gemacht hat. Der nächste Vortrag, der findet schon am nächsten Montag statt, vielleicht ein schwieriger Termin oder vielleicht auch ein günstiger Termin, Karwoche, da geht es um das Thema zu viel oder zu wenig Scham. Ich kann nur noch einmal sagen, ich habe diesen Vortrag von Wolfram Kölling gehört und es ist einfach faszinierend, weil man über dieses Thema überhaupt nie spricht, was sich dahinter verbirgt, was also zu viel oder zu wenig Scham mit unserer Identität zu tun hat. Also wenn Sie irgendwie Zeit haben und kommen können, würde mich das sehr freuen. Jetzt danke ich dir noch einmal, liebe Hanne, ganz herzlich, einfach, dass du diesen weiten Weg von Heidelberg zu uns gemacht hast, den Termin für uns reserviert hast, diesen tollen Vortrag gehalten hast. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen, dass Sie auch diesen Abend bei den vielen Optionen, den vielen Wahlmöglichkeiten, dass Sie uns gewählt haben. Noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.